Ist eine Titaniumwaffe. Das ist eine Titaniumwaffe, die auch Stein spaltet. Ja, und dann kannst du tatsächlich auch durch den schwarzen Stein durchschneiden und die Kuchas-Glyphe mit dem Namen vernichten. Es hört auf, blau zu leuchten. Du kannst natürlich noch die Überreste in den Stein geschnitzt sehen. Aber ansonsten passiert nichts weiter. Er zerspringt nicht und auch der Nebel hört nicht auf zu existieren, sondern ihr könnt tatsächlich sehen, dass es weiter dunkel um euch herum wird und die Intensität dieses Nebels oder die Dunkelheit nimmt weiter zu. Ihr habt ihn wütend gemacht. Das hat nicht gereicht. Geht es denn hier irgendwo weiter? Nein, der Tempel ist zu Ende. Dann gehen wir jetzt wieder. Ich glaube, wir haben nicht die Möglichkeit zu gehen. Klar haben wir die Möglichkeit zu gehen. Ich möchte mich mal umschauen, ob ich rausfinden kann, was auch immer mich angreift. Ja, du kannst eine Sinnenschiffe plus 18 würfeln. Das Ding ist unsichtbar. Und nicht nur Unsichtbarkeit 1, sondern sogar 2. Hat da nicht jemand Blindkampf? Ja, stimmt, dann bin ich chancenlos. Also es greift den Schild an, oder wie? Es greift den ununterbrochen wird der Schild angegriffen. Also auch der neue, der Guardianum, den Abel mir gerade aufgespannt hat. Okay, Zulamin versucht das irgendwie zu lokalisieren, so akustisch und insgesamt und sowieso. Müsste irgendwie aufblitzen, also irgendwie so phasig werden sozusagen? Ja, also immer dann, wenn ein Angriff kommt, blitzt das Schild auf und du merkst, wie dran gerüttelt wird an der Matrix. Nur zur Erinnerung, wenn das ein Dämon ist, der geht da glatt durch. Dann ziehe ich. Ach ja, stimmt, das ist kein Schild gegen Dämonen. Ja, gegen Zauber. Ganz normal Zauber, Guardianum, wenn ich. Ich würde auf jeden Fall mal einen Hieb gegen das Vieh führen. Ja, dann würfel gerne mal. Der Geisternebel erschwert deine Attacke mit plus 5. Hälfte, weil Windkampf. Durchsicht? Achso, gar nicht. Unsichtbarkeit plus 6, genau. Und Hälfte, weil Windkampf. Und zwar, weil Blindkampf kann die Erschwernis nicht höher als 2 werden. Oh, ich dachte, Blindkampf macht Hälfte, nicht höher als 2. Nee, kann nicht höher als 2 werden. Rip Dämon. Ich schlag das Ding mal. Das ist getroffen, kannst einen Schaden machen. Sieht man da was, wenn sie hinhaut? Du hast einen Raya-Säbel, ne? Ja. Dann siehst du, dass tatsächlich eine dunkle, geisterhafte, ein Schatten, der kurz sichtbar wird und dann wieder verschwindet. Wenn ich den sehe, kann ich versuchen, die Beherrschung zu übernehmen? Das ist eine gute Idee, das kannst du natürlich tun, ja. Jetzt werde ich allerdings einen Angriff gegen Zulamin führen. 2, das ist leider kein Crit, das sind wieder immer nur ein W, was ist das, ein W6? Zulamin, fixiert ihn eine Weile! 5 Schadenspunkte. Ja, Moment. Sag mal Bescheid, wenn die halbe Beschwörungsschwierigkeit in Aktionen rum ist, ja? In Aktionen? Yes. Ja. Du versuchst jetzt was zu kontrollieren? Ich versuche die Beherrschung über den Dämon zu übernehmen. So ist der Name. Ansonsten stehe ich hier nur drauf rum und starre auf nichts. Mhm. Ich muss ihn dafür nicht sehen können, mein Jo. Mir fällt übrigens gerade was ein. Das ist ein Dämon, oder? Nein. Nicht? Nein. Okay. Ja, dann stehe ich einfach nur drauf rum. Ja, genau. Also du merkst, da ist irgendwas. Also du versuchst die. Du tastest mit deinem Geist drumherum. Das unsichtbare Ding, was gerade Zulamin angegriffen hast, findest du nicht, aber du findest unter der Wasseroberfläche noch etwas viel Gewaltigeres. Mir egal, drauf. Okay. Ja, dann, versuch's auch auch weiter. Ich würde gerne meine Kerze herausholen und die anzünden. Denn womit bekämpft man Nebel am besten? Mit Nebel. No. Du kommst auf den Gedanken, dass man Nebel am besten mit Nebel bekämpft. Bist du schon mal raus von deiner Haustür gegangen? Hast du gedacht, boah, heute ist aber neblig. Und hast du mal deine Nebelmaschine aus dem Keller geholt? Mehr als einmal. Ich mache einen 4er Wuchtschlag. Ja, wie gesagt, sag mir, wenn die Hälfte der Beschwörung schwierig in Aktionen um. Dann müsstest du mal den Uchutu nachgucken, weil ich gerade nicht weiß, was der ist. Ist nur ein Uchutu. Es könnte. Ja, was? Jo. Es könnten tatsächlich nur 2 Aktionen sein. Ich habe ihn gleich. Ja, es sind 2 Aktionen. Beherrschung, ja, ganz klar. So,
Yes. Ja, während Zulamin mit ihrem Reitersäbel in die Dunkelheit und den Nebel hiebt, kann Boltax seine Kerze herausholen und anzünden? Genau, ich zünde sie an. Damit benutze ich sie und wir kennen das ja schon. Das letzte Mal habe ich sie in Wahrung eingesetzt und habe uns damit auch etwas Zeit verschafft. In dem Fall passiert wieder genau das Gleiche. Ich hatte wieder eine Nebelkerze hergestellt. Es entfaltet sich einmal mehr ein entsprechend nebelgroßer Troll, der jetzt auf unseren Gegner zustapft. Wie das genau mit Sinneseindrücken und Wahrnehmung funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weil das in dem Zauber... Beziehungsweise in dem, nee, es ist tatsächlich manifest. Also es ist tatsächlich echter Nebel, der auch echten Schaden macht. Ja, dann brauchst du über Sinneseindrücke ja nicht reden. Ja. Keine Ahnung. Es ist kein Dämon, ich kann dir nicht sagen, ob er es Astralsehen hat. Es ist ein Nachtalb, also ein Geist. Geist haben auch Astralsehen. Ja, ist jetzt die Frage, ob der Troll, der Kerzentroll, das Ding sieht, wenn es ein Geist ist. Natürlich. Muss er. Muss er? Weil der Troll auch Astralsicht hat? Er muss genau. Astralsicht haben, denn er hat ja keine echt vorhandenen Sinnesorgane. Gut, richtig. Hast du recht, stimmt. Der macht halben Schaden von einem normalen Troll. Okay, damit habt ihr zumindest ein bisschen Zeit gewonnen. Ach, von dem hat man uns erzählt. Wie konnte ich das vergessen? Weil ich nicht zuhöre. Und während du deine Hände ausstreckst, Serpentilio, nicht nach der Dunkelheit, sondern nach dem Schlick unter euch, kannst du einen gewaltigen Uchuchu heben, der auch nach oben reicht. Und wenn du seine Größe erkennst, wie er sich wie ein Netz über euch legt, 300 Rechtsschritt. Ein riesiger Teppich. Stattlich. Ich würfel mal eine Kontrollprobe. Genau. Dämon, sei mir dienstbar! Sein Beschwörer, sofern noch am Leben, darf sich wehren. Sein Beschwörer ist nicht mehr am Leben, aber schwebt um euch drumherum. Also wird er sich tatsächlich versuchen zu wehren. 13. Das schafft er nicht. Oh. Es sei denn, er ist irgendwie im sechsten Kreis der Verdammnis. Sechster hört sich gut an, aber nein. Dann würde ich aus Nachrechnen bestehen. Wie viele Dienste schuldet der Olchichu mir? Im Prinzip Wache, Existenz, Formlosigkeit 1, Präsenz 1, Regeneration 2, Verwundbarkeit. Na, die Frage ist, wie viele Dienste hatte er, als er beschworen wurde, noch offen? Er liegt hier seit vielen Jahrhunderten, da ist nichts mehr offen. Okay. Ist er manifest? Existenz hat er. Dafür muss er manifest sein. Okay, dann... Wir sind nicht wirklich in Kampfrunden, aber ich befehle ihm den Dienst Gefolgschaft, um ihn einen Dienst abzupressen. Denn das kann ich, wenn er manifest ist. Ja. Das kostet mich 4 ASP. Ist gelungen. Und dann, das dauert eine Aktion. Dienste kosten eine Aktion, ja. Und befehle ich ihm den Dienstkampf auf ein Ziel. Für 50 Kampfrunden oder weniger. Okay. Gegen den Usasur. Gegen was auch immer damit Zulamin kämpft. Okay, dann habt ihr jetzt eine Trollkerze und einen Uchuchu, der sich aus dem Hinterhalt jetzt nach oben an die Oberfläche begibt. Ihr könnt sehen, dass im Prinzip sämtliches Wasser, was eben noch dunkel unter euch geleuchtet hat, jetzt verschwindet und nur noch Schleim und Schlick, im Prinzip trittfest nach oben geluggert und sich jetzt Arme ausbilden, die sich langsam um die Dunkelheit herumlegen, die immer noch am Tanzen mit Zulamin ist und dem Troll. Und du kannst jetzt wieder auf Rissar hören, zumindest diejenigen, die es verstehen. Ihr seid nicht geladen. Und besiegt mich mit den eigenen Waffen. Die Grundmutter verfluche euch. Wenn ich ihr wäre, würde ich mich jetzt ducken. Ja, möge der Mitleidlose euch in die Hölle schicken. Ich wollte das für diesen geistig bannen. Doch, aber dazu habe ich, glaube ich, gerade nicht genug Kraft.
Er kann hier nicht fort. Lass der Natur einfach ihren Lauf. Ja, ihr merkt, dass jetzt auch die Angriffe gegen den Guardianum nicht mehr funktionieren. A, weil der Guardianum dann auch zusammengebrochen ist, aber vor allem, weil jetzt sämtliche Aufmerksamkeit dieses schwarzen Nebels sowohl dem Uchuchu als auch der Trollkerze gebührt. Ja, ich lasse denen auch gerne den Fortschritt. Ich ducke mich dann auch tatsächlich, damit ich nicht versehentlich von irgendeinem alten Tentakel mitgenommen werde. Und dann warten wir, bis das Tosen aufhört. Also ihr stellt euch da jetzt einfach hin und wartet, bis Usasu besiegt ist. Ja, wir können ja nicht sehen. Also wenn ich ihn nicht sehe, er kann hier nicht weg, wir können ihn nicht sehen. Und ich denke, es ist gefährlicher, jetzt zu versuchen, zu wollen, sich zwischen dem kämpfenden Uchuchu heraus hier rauszufühlen. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Also die Trollkerze wird sehr kurz bestehen. Die Trollkerze geht relativ schnell kaputt. Und ihr seht auch, wie der Geist von Usasur dadurch stärker wird. Aber der Uchuchu und die Kontrollübernahme. Serpentino, kannst du noch merken, dass er sich wohl nochmal versucht zu wehren? Das darf er tun. Das kostet jedes Mal 7 ASP. Das ist kein Problem, er hat genug. Aber er wird wohl mit der 14 auch wieder nicht gegen dich ankommen. Sodass es relativ lange dauert, bis dann der Uchuchu diesen dunklen Nebel unter Wasser gezogen hat. Und dann wird das irgendwann still. Und Serpentilio merkt auch, dass der Dienst wohl vollendet wurde. Ich bin nicht sicher, wie ein Geist die Kontrolle über einen Dämon übernommen hat, beziehungsweise wie eine solche Kontrolle über den Tod hinaus bestehen kann. Es ist mir tatsächlich auch egal, wenn ich schlage vor, wir verschwinden von hier. Hat sich der Nebel jetzt wieder gelegt? Ja, hat er. Okay, ich würde mich erstmal umsehen, was es hier sonst noch so gibt. Also die Wände sind beschrieben, wie gesagt, mit einer ganzen Menge Krakonischen und Kuchas-Glyphen. Und sie erzählen eine ganze Menge von den unheiligen Wesen, von Krypta, von den Meeresbewohnern, Cholairak und eine ganze Menge, was dann eben auch in diesem Dokument schon zuteil getragen worden ist. Zu dem Schlussstein des Nebelmeisters, zu Darun, Paligan und auch wo Vajat liegt. Zu Mordor, dem einzigen und wahren Herrscher über Vajat. Ich würde mich, wie gesagt, noch ein bisschen mit dem wahren Namen befassen, der hier geschrieben stand. Ich hatte ja vorhin gefragt, kann ich da einen Blick in die Gedanken oder einen Blick aufs Wesen machen? Da reicht eine Magiekundeprobe, Dämonologie, um die Glyphe sich einzuprägen. Ich würde es mit Memorance machen, ich habe jetzt noch Zeit. Ja. Das Problem ist, die Glyphe ist zerschlagen, geht das trotzdem? Das ist schwierig, ja. Oder kann man versuchen, die irgendwie zu rekonstruieren, indem wir da Papier zwischenstopfen und auf ihr aus dem Kurzzeitgedächtnis die Dinger nachmalen, ein komplettes Bild zu haben? Also er ist halt mit einer Titaniumklinge durchgesäbelt, ne? Das ist halt jetzt auch ein Problem. Und ihr wartet sehr kurzsichtig. Das ist ein Problem für die magische Potenz, sure, aber. Das ist vielleicht eher ein Vorteil, weil es ein sauberer Schnitt ist. Ja. Die Frage ist, wie breit ist der Schnitt? Schneidespalt, ne? Also so wie. Weil wenn er nur Schneidespalt ist, dann können wir ja tatsächlich irgendwie entweder Kreide oder Papier da reinstopfen, um dann mit ein wenig Tusche die fehlenden Stücke nachzeichnen und uns zu dritt annicken und sagen, ja, so oder nein, da war noch ein Schnörkel dran. Also ihr könnt es zumindest mit all seiner Komplexität versuchen zu bannen, auf Papier, auf Pergament, auch wenn das schwierig ist, gerade wahre Namen, gerade von solch mächtigen Entitäten. Ich werde den vor Ort lernen. Aber du kannst das auf alle Fälle versuchen. Ja. 2 Stunden wird das aber nicht dauern, das dauert länger. Ich habe mir eingeprägt mit Memorand, insofern könnte ich ihn auch nachzeichnen, spiel auf dem Schiff. Das Problem ist, du kannst einen wahren Namen nicht einfach aufzeichnen. Ja, so, du müsstest ihn uns dann beibringen. Also ich brauche 4 Stunden. Für 4 Stunden und eine Magiekunde plus 12 könnt ihr den wahren Namen lernen. Ja, gut. Moment, darf ich einfach, nachdem Abel mir in sich eingeprägt hat, ihm in die Gedanken gucken, um den wahren Namen über Abelmys Gedanken zu lernen? Wegen. Er muss aber die Variante nehmen, die dir macht, dass du lernen kannst. Ist das denn bearbeiteter Stein oder ist das was ist das? Worauf ist der wahre Name geschrieben? Ist das einfach nur ein Felsen?
Pelz. Das ist ein schwarzer Stein, der hier wohl nicht in die Sümpfe gehörte. Der ist aber noch naturbelassen, nur diese eine Rune, die sich da jetzt, oder die Glyphe, die sich da reingeprägt hat. Boltok, schneid doch einfach die blöde Glyphe aus und dann nehmen wir die mit. Ist die nicht riesig? Die ist ziemlich riesig, ja. Ich denke was nicht. Heißt, wie riesig ist, heißt riesig. Also der Stein ist 3 Meter hoch. Und die Glyphe? 3 Meter. Okay. Ja, ich würde Magiekunde plus 12 probieren, einfach. Ja, Magiekunde plus 12. Ja, machen wir es halt. Easy peasy. Ihr habt jetzt auf alle Fälle plus 4 Stunden Zeit. Habt jetzt auf alle Fälle Zeit, solange es noch nicht Nacht ist, bleibt der Nachtalb gebannt. Wenn ich ihr wäre, würde ich nicht dorthin übertreten. Es könnte sein, dass das dem Dämon nicht gut bekommt. Diejenigen, die die Magiekunde plus 12 geschafft haben, können nun Bann- und Invokationssprüche für Dämonen der Domäne Globomong bzw. Charybdoroth um 1 erleichtert wirken. Beherrschungen sind um 2 erleichtert. Das gilt dann auch für den Ulchichu. Hallo, liebe, warte, ist das wahrer Name Charybdoroth oder was steht hier? Im Bann- und Schutzkreis integriert erhöht sich die Zirkelstärke um 2, die Komplexität um 7. Versehene Wasserleichen sind damit stärker. Attacke, Parade und beziehungsweise Attacke, Trefferpunkte und Initiative steigt von Wasserleichen. Das ist der wahre. Das ist ein Teil der Komplexität des wahren Namens von Charybdoroth. Steht da, wie der mit dem Zeichen der Zauberschmiede interagiert? Supersummation oder was meinst du jetzt? Also dass ich die, also das ist ein Teil des wahren Namens. Da kannst du mehrere auch benutzen, weil es eben nur ein Teil ist. Was passiert, wenn ich ihn versuche, ein Zeichen der Zauberschmiede auf eine Waffe zu legen? Kannst du machen. Okay. Qualität? 1. 1. Okay. Nehme ich. Poste den Absatz vielleicht trotzdem mal ins Forum, denn da waren ein paar Dinge vor, die definitiv normalerweise mit wahren Namen nicht so skalieren. So, ja. Das zu wissen, ist das, kann ich jetzt nicht alles mitschreiben. Ich verstehe es nicht. Jo, ich auch nicht. Lasst einfach den Experten an die Sache heran. Es könnte uns gut dabei helfen, unsere diejenigen Entitäten, die Darion Polygon seiner ehemaligen Pakterin abspenstig gemacht hat, zu bekämpfen. Außerdem sollte es uns dagegen versichern, wenn sie dann doch am Ende meint, Tabula Rasa machen zu müssen, nachdem wir ihre Drecksarbeit verrichtet haben. Ah, eine Rückversicherung. Das ist gut. Sollten wir nicht eigentlich noch mit diesem Nachtalb sprechen? Nun, er ist nicht gebannt. Ich nehme an, wenn dies hier sein Bindungsort ist, wird er zu gegebener Zeit wieder existent werden. Ich habe nicht die Kraft in mir, den Dämon noch einmal auf ihn zu hetzen. Nun, könnte ihn Vorbereitungen treffen, um ihn zu fangen. Das ist richtig. Das würde funktionieren. Wir könnten einen Bandkreis auslegen. Wir haben Bandpulver, mit dem wir ihn notfalls bekämpfen könnten. Nun, und ich verfüge über die Möglichkeit des Geisterrufs. Ich denke nicht, dass es nötig sein wird, ihn wiederzurufen. Gibt es hier eine Grabstätte oder so? Oder irgendwelche Überreste? Also die Knochen hattest du vorne gefunden. Da waren verwitterte Knochen dabei. Und die sind ja nicht von Darion Polygon, das weißt du. Weil der lebt ja noch. Wenn ich raten müsste, würde ich annehmen, dass die Überreste, auf die wir gestoßen sind, den Geist binden. Auf die eine oder andere Weise. Also sollte sich zumindest der Vernichtung eben dieser oder eine Vernichtung des Geistes gleichkommen. Nun gut. Das ist relevant zu wissen. Wir könnten versuchen, den eigenen Teppich zu befragen, aber ich male mir da keine großen Erkenntnisse aus. Es sei denn natürlich, ihr wollt eine Wesenserkundung wagen. Ich könnte, aber das ist immer sehr unangenehm. Und jedes erwerbbare Wissen wäre vermutlich eher aus dritter Hand dann. Dritte Tentakel? Nun. Dann die Frage ihr ist, die Knochen? Die Frage ist, die Knochen helfen uns, aber die Frage ist, wie wollt ihr den Geist hinreichend lange ruhig stellen, damit er wahrhaftig ein wahrheitsgemäßes Gespräch mit euch führt und nicht euch einfach alle Bären aufbindet, der er abwaffeln kann?
Haben wir denn etwas zum Verhandeln? Wir könnten ihm vom Verrat Darions an seine Herren erzählen. Und können wir das beweisen? Nun, wir haben einen Leumundszeugen auf unserer Seite. Wir waren immerhin in den Niederhöllen gewesen und haben mit einem recht hochrangigen Vertreter der Herren gesprochen, nicht wahr? Ist er hier? Nein. Also haben wir auch keinen Zeugen. Naja, aber ich nehme mal an, dieser Geist ist auch der die Prophezeiung geschrieben hat. Das klingt ja eher so, als würde er auch gutheißen, was Arion davor hat. Serpentino Wan dreht sich einmal im Kreis in der Höhle. Seht ihr dort? Die Herrscherfigur. Kommt euch die Namenskartusche so noch bekannt vor, aber mir? Kommt sie mir bekannt vor? Ja, der hat das doch auch vorher am Eingang schon erkannt. Morodal. Morodal, der Zauberkönig. Unzweifelhaft. Hat er vielleicht unseren Geist erschaffen? Ich denke nicht. Was ist ein Nachtalb? Genau, offenbar kein gewöhnlicher Geist. Frage in die Nekromantentrickkiste, was weiß ich darüber? Er ernährt sich von Lebensenergie und ab einer bestimmten Menge von Lebensenergie, die er geraubt hat, wird er wieder zum wahren Menschen, was immer ja vorher war. Ja. Also das ist auch ein Ding, was ihr teilweise erkennen konntet, dass er, wie gesagt, die Trollkerze hat er verspeist und auch an Zulamin hat er ein bisschen, ja, genascht, sag ich jetzt einfach mal. Also da sind auf alle Fälle Lebensenergien geflossen. Die Trollkerze enthält keine Lebensenergie. Ja, aber er hat trotzdem Schadenspunkte gemacht und die Hälfte bekommt er dafür gutgeschrieben. Man kann vermutlich die ASP umwandeln. Okay, ja. Weil er als Geisterwesen hat ja eine. Also, du magst irgendwo recht haben, aber regeltechnisch ist es so: Für Schadenspunkte, die er anrichtet, bekommt er die Hälfte als echte TP zu gut geschrieben. Aufgrund der Länge des Kampfes könnt ihr ganz grob auf 200 Lebenspunkte bei ihm schließen. Mhm. Also, der Voltags, war echt mächtig. Voltax, ihr könnt doch mit Geistern. Ja. Vermutlich wird sich eine Remanifestation an den Gebeinen stattfinden. Wir könnten mit ein wenig Vorbereitungszeit einen Bandkreis herumlegen, den Geist an Ort und Stelle hält, und wenn ihr in der Lage wärt, eine entsprechende Verhandlung zu führen, könntet ihr ihm vielleicht die Dienstbarkeit abpressen. Wir könnten ihn erpressen mit den Knochen, dass wir sich fortschaffen und für ihn unerreichbar machen. Nun, wenn ich mich... Nein, das würde einfach nur seinen Manifestationsort ändern, denke ich. Wir könnten versuchen, ihn zu erpressen, wenn wir in der Vernichtung der Knochen drohen. Wenn ich mich recht erinnere, und verzeiht, ich erinnere mich vermutlich nicht recht, sind diese Art von Gespenstern insofern besonders, als dass sie sich direkt von Lebenskraft ernähren und sich nicht aus dem Astralgefüge speisen. Entsprechend... Naja, würdet ihr mir eine Zwischenfrage erlauben? Immer doch. Was wollt ihr denn von dem? Nun, er hat Darion Paligan auf seinen Weg gebracht. Vielleicht hat er wichtige Informationen. Wie euch aufgefallen sein wird, ist hier an der Wand leider keine Karte eingezeichnet, auf der darauf steht, wo Vajad ist. Nun, der Eferdi hatte doch eine ganz gute Vorstellung. Und er hat uns gebeten, den Nachtalb endgültig zu vernichten, was wir wohl leider noch nicht getan haben. Wir könnten ihm die Knochen geben, um den Nachtalb endgültig zu vertreiben. Eine Frage, aber war nicht in der Beschreibung, dass es hier auch Runen gab, die über Vajad gesprochen haben? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, die über Vajad gesprochen haben, aber halt keine Karte, auf der darauf steht, hallo, ihr ist Seelen, von da aus müsst ihr so viele Meilen nach Südwesten, dann seid ihr in Vajad. Achso, okay, sorry. Einmal links abbiegen, dann hab ich das falsch verstanden. An dem großen Strudel vorbei und dann 3 Kilometer in die Tiefe tauchen. So, eine Wegbeschreibung wäre tatsächlich useful. Und vielleicht kann er uns was über Mordas wahren Namen verraten oder so. Ich würde weiterhin die Startseite. Ist jetzt immer noch dunkel oder ist wieder hell, oder? Also mehr weniger hell. Schummrig, ja. Also zumindest ist dieser schwarze Nebel weg, aber auch das blaue Leuchten der Glyphe, das ist halt auch kaputt. Also es ist sehr, sehr schummrig.
Dann würde ich mir mal die Wände genau einprägen, einen angucken und gucken, ob ich irgendwelche Besonderheiten finde, die aus der Entfernung noch nicht aufgefallen sind. Also das ist natürlich eine ganze Menge jetzt, ne? Weil die sind aber sehr vollgeschrieben. Ja. Alles in der fremden Sprache und so gut kannst du Kuchas und Krakonisch nicht. Nee, die Bilder kann ich mir angucken, aber... Ja, es sind vor allem Runen. Okay. Also es sind auch ein paar Bilder, ja, so ähnlich wie diese zwei Kraken, die da miteinander gekämpft haben. Aber da ist viel, was du wirklich entschlüsseln müsstest über die Komplexität von 16. Okay, das wird wohl nichts.